viel mein Aufgebraucht-Video abdrehen. Es ist nicht so viel wie sonst, würde ich jetzt mal behaupten. Kriege ich schon wieder Schluck auf. Fangen wir aber mal an. Ganz unspektakulär habe ich wieder Wattepads in klein. Kann ich von groß und klein nicht mehr unterscheiden. Aber große Wattepads habe ich auch aufgebraucht und zwar zweimal gleich. Die Ananasreinigungstücher habe ich auch wieder leer gemacht, die kennt ihr ja auch schon. So wie die No Stripes von Biore, die kennt ihr ja auch auswendig. So, ich glaube, jetzt kann ich weitermachen, ohne dass ihr irgendwas kennt, was da drin schon gelandet ist. Ja, als allererstes, ich habe leider nur ein Duschgel in dem Monat aufgebraucht, weil ich verwende immer so viele große Größen, dass ich irgendwie mir sehr schwer tue beim Aufbrauchen. Deswegen habe ich nur eins leer gemacht und das mochte ich sehr, sehr gerne. Das war die Cremedusche von Balea mit der weißen Schokolade. Ich mochte die so, so gern und leider gibt es das nicht mehr, weil ich liebe, liebe, liebe dieses Duschgel. Aber leider gibt es das nicht mehr. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal wieder ins Sortiment bringen, weil das fand ich... Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen zu hell hier. Aber ich mochte das wirklich gern. Dann bleiben wir gleich beim Duschen. Ich habe noch diese... Duschbody Milk aufbraucht von Aveo. Ich mag sie ja, obwohl sie nach Männerparfum riecht. Aber ich mag die irgendwie. Ich mag sie, weil der Duft bleibt ja nicht auf der Haut. Deswegen finde ich die echt gut. Habe sie mir auch wieder nachgekauft. Beziehungsweise habe mir letztens, wo ich... jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass meine Wimper los ist. Letztens habe ich mir zweimal gleich eine gekauft, weil das ist ja blöd, wenn ich dann immer eine als Reserve kaufen muss. Ich liebe dieses Peeling. Das ist von... Asam, das Vanillepeeling. Sieht so aus, habe ich auch leer gemacht. Das war so genial, ich liebe das. Und ich überlege, ob ich mir die Vanille-Variante nicht nochmal kaufen soll. Die Orange-Variante verwende ich jetzt einmal noch und einmal habe ich sie noch als Backup. Aber ich überlege wirklich, ob ich mir die nicht nachkaufe. Weil die war echt gut. Am Anfang war ich nicht so begeistert davon, aber jetzt so, nachdem ich es aufgebraucht habe... Finde ich es echt so gut. Das Einzige, was mich stört, ist die Verpackung. Also die... Da geht das sofort runter, wenn man da nur ein bisschen so... Seht ihr das? Das ist ein bisschen doof gemacht. Aber so finde ich das Peeling ist mega. Die Kapseln von Elisabeth Arden, die neuen, habe ich auch aufgebraucht. Die sehen so aus. Ich hoffe, man kann da ein bisschen was erkennen. Ich fand die richtig gut. Ihr wisst ja, ich bin ein... Elisabeth Arden Kapsel-Junkie und die fand ich auch extrem gut. Ich kann mich schon gar nicht mehr entscheiden, welche ich besser finde. Ich meine, die mit der Retinol, glaube ich, habe ich als einziger noch nicht benutzt, glaube ich. Die Vitamin C, die normalen und die, aber die Retinol fehlen mir noch. Aber die sind echt gut, muss ich sagen. Wirklich, wirklich gut. Ich habe noch viele kleine Sachen. Einmal ein Badezusatz von Balea. Der sieht so aus, den liebe ich und wenn ich mal wieder beim DM bin, ich war vor kurzem und habe vergessen leider, aber die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Von Elisabeth Arden habe ich auch eine Probe aufgebraucht, das ist die 8 Hour Cream, ich liebe die. Ich gebe die auf entzündete Pickel, trockene Stellen im Gesicht, auf alles gebe ich die. Als Lippenpflege verwende ich die, also ich liebe dieses Teil. Ich liebe es. Ich habe das jetzt auch noch in kleinen Tuben. Ich glaube, eine ist bei mir in der Arbeit und eine habe ich da beim Schminktisch stehen. Also ich liebe die. Da geht nichts drüber. Ich habe nämlich jetzt schon wieder auch so einen entzündeten Pickel, weil wenn ich diese Patches verwende, beim ersten Mal funktionieren die, beim zweiten Mal habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich der Pickel bei mir entzündet. Aber ich mag die trotzdem. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es auch beim zweiten Mal viel zu lange oben, weil da ist der Pickel ja quasi offen und vielleicht entzündet sich dann deswegen. Aber... Da helfe ich dann eben nach mit der Elisabeth Arden mit dieser 8 Hour Cream. So, eine Tuchmaske habe ich aufgebraucht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe nicht so viele Tuchmasken leer gemacht, aber ich habe mir doch ein bisschen Mühe gegeben den Monat. Ich mochte die extrem gerne, die hat so gut gerochen, aber die ist leider schon wieder aus dem Sortiment gegangen. Ich habe mir noch ein paar Backups geleistet, aber die gibt es wieder mal nicht. Das ist so typisch, oder? Bei Cadea Vera, so wie die Maske hier. Die gibt es ja leider auch schon länger nicht mehr. Die mag ich auch extrem gern. Die mag ich wirklich extrem gerne. Ich mochte den Duft so, das Hautgefühl danach war mega gut. Was ich noch gut fand, was neu ist, sind von Cadea Vera die Gold Beauty Hydrogel Augenpads. Jetzt hat Cadea Vera auch solche und ich finde die echt gut. Ich habe die anderen noch nicht verwendet, es gibt noch zwei andere Sorten. Aber die waren nicht schlecht. Sie sind so ein bisschen runtergerutscht, aber trotzdem fand ich die nicht schlecht. Oh, das habe ich vergessen euch noch zu zeigen. Bei den Sachen, die ihr sowieso kennt. Das ist mein Batiste Trockenshampoo. Ich liebe das.
Und ich habe bis jetzt noch keinen Ersatz gefunden. Ich habe jetzt mal eins von Balea auch in Verwendung. Das verwende ich nur so zwischendurch, weil das mag ich irgendwie gar nicht. Aber das Sweetie, das war mein absoluter Liebling. Leider gibt es das nicht mehr. Eine Zahncreme habe ich leer gemacht. Das war von Dental Delight, heißt die, glaube ich, die Marke. Die Bahama Breeze. Die war nicht schlecht. Die war wirklich nicht schlecht. Und ich werde mir die auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich ein bisschen mehr aufgebraucht habe. Weil ich habe sehr viel Zeug in letzter Zeit offen gleichzeitig. Masken habe ich sehr, sehr viele leer gemacht. Auch Proben habe ich extrem viele leer gemacht. Zum Beispiel die von der koreanischen Marke. Ich kann zu der leider nicht so viel sagen. Ich würde sie mir aber auch exakt nicht nachkaufen, weil ich eh so viel Zeug habe. Dann habe ich die von Clinique aufgebraucht, das Jelly. Und ich bin so happy. Ich habe das jetzt in groß geschenkt bekommen. Und ich bin so happy drüber. Ich freue mich voll darüber. Weil ich mag das extrem, extrem gerne. Ich habe die Proben auch sehr gern verwendet. Deswegen bin ich happy, dass ich das jetzt in Original habe. Die Moschino Fresh Couture heißt die, genau. Das ist die Probe, ich kann nicht mehr reden. Das ist die Duftprobe von Moschino. Irgendwie erkennt man das gar nicht, oder? Jetzt da. Ich liebe diesen Duft. Jetzt gibt es ja aktuell einen neuen Teddybär davon. Den Bubblegum, und der ist auch so geil. Aber den mag ich auch sehr, sehr gerne. Den mag ich wirklich gerne. Würde ich mir, auch wenn ich nicht so viel hätte, irgendwann einmal kaufen. Ich habe dabei noch so viel Zeug, dass ich erst einmal aufbrauchen muss, bevor ich mir irgendwas nachkaufen kann. Und ganz ehrlich, ich habe einen ganz anderen Duft im Auge. Wenn ich mal ein paar weg habe, habe ich mir gedacht, will ich was ganz anderes mir nachkaufen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht so ein Video drüber mache, über 10 Düfte, die ich aufbrauchen muss in dem Jahr, dass ich mir Ende des Jahres den einen Duft kaufen kann. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir wirklich noch nicht sicher. Die Probe, die ich bei meinem letzten DM-Einkauf bekommen habe, habe ich jetzt aufgebraucht. Die war aber ehrlich gesagt nicht so berauschend. Also nachkaufen würde ich mir die nicht. Die war irgendwie so nicht sagen. Da mag ich die von Müller irgendwie lieber, aber könnte auch nur meine Meinung sein. Ich habe auch Gott sei Dank eine Augencreme aufgebraucht von Marbert, die I Love Vitamins. Ich fand die mega schrecklich. Die hat bei mir überhaupt nichts gemacht und die hat so lange gehalten, was ja noch schrecklicher war. Gibt es aber eh nicht mehr im Sortiment. Würde ich mir auch nicht kaufen, weil ich bin nicht so der Marbert-Gesichtspflegefreund. Also diesen einen Duft, den es mal gab, den Pure Woman, glaube ich, heißt der, wo ihr extrem oft den, ich mit meinen Extremen, es müsste ein Trinkspiel werden, den ihr sehr oft in meinen Videos gesehen habt, aber die Gesichtspflege ist irgendwie nicht so mein Ding. Wo die Gesichtspflege aber schon mein Ding ist, ist von Biotherm. Und zwar die Night Spa habe ich aufgebraucht in der Tube, die habe ich nämlich von Adventskalender ja gehabt. Ich liebe Biotherm. Ich liebe Biotherm. Und ich brauche mir ja Gott sei Dank eine Weile von Biotherm nichts nachkaufen. Zwei Masken habe ich da noch. Einmal war das die von, die, was meine Mama noch hatte, weil mein Papa hat die gefunden im Badezimmer und die habe ich mir halt weggenommen davon. Ich habe sie aber nur für den Hals und Dekolleté verwendet, weil ich mir nicht sicher war, ob man sie noch verwenden konnte. Die Go Bananas von Cadea Vera, die liebe ich, aber ich habe das Gefühl jetzt zu der Jahreszeit, dass sie mir ein bisschen zu reichhaltig ist. Habe ich wirklich das Gefühl. Aber ich mag die. Die gibt es aber leider auch nicht mehr. Das ist so ein typischer Effekt, oder? Eine Seife habe ich auch leer gemacht. Das ist die hier, die von Aveo. Ich muss nur wieder sagen, dass ich die Aveo irgendwie nicht so berauschend finde. Ich weiß nicht. Also Aveo und ich werden irgendwie so auf Kriegsfuß gestellt. Außer diese neue, diese Berry-Ding. Die finde ich gut, aber die gibt es jetzt eh nicht mehr. Aber ich weiß nicht. Irgendwie haben die nachlassen. Noch ein Badezusatz von Balea habe ich aufgebraucht. Den Badepuder heißen die, glaube ich. Ja. Ja. Fand ich echt gut. Kaufe ich mir immer wieder nach, wenn ich mal beim DM bin. Die Reinigungstücher von Pio Camille, habt ihr schon ewig in meinen Videos nicht mehr gesehen. Ich hatte mal ein Tauschpaket vor, aber der hat sich nie wieder bei mir gemeldet und ich habe die Sachen noch gefunden. Die waren auch schon abgelaufen. Ich wollte sie nicht, dass sie liegen geben, deswegen habe ich es für den Schminktisch verwendet und die Sache hat sich erledigt. Ich wollte sie nämlich nicht wegkommen, weil so haben sie noch normal gerochen. Sie waren halt nur vom Ablaufdatum her. Wären sie abgelaufen gewesen, aber sie waren noch okay. Noch ein paar Proben. Ich habe von Elisabeth Arden, das werdet ihr nicht gut erkennen, das Serum aufgebraucht mit die Kügelchen wieder. Ich habe es jetzt gerade aktuell in Originalgröße in Verwendung. Ich liebe das. Aber das kann man nur noch übers Internet beziehen und da ist es mir ehrlich gesagt viel, viel, viel zu teuer. Ich habe dafür noch viel zu viele Sachen, dass ich mir das übers Internet beziehen würde. So, von, der war glaube ich vom Lidl, wenn ich mich nicht irre. Ein Tropical Summer Buff Fuß Spray.
So sieht er aus. Ich habe ihn für meine Schuhe verwendet oder habe auch manchmal meine Füße damit eingesprüht. Ich hatte den in der Arbeit und ich fand den gar nicht schlecht. Oh ja, sehe ihn, das ist bei Lidl, ja. Fand ich nicht schlecht, aber würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, weil wer mich kennt, ich habe noch ganz, ganz viele von dem. Von Fuß- und Schuh-Deos habe ich viel, 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 viel zu viele. Dann habe ich von Clairoz eine Maske aufgebraucht, die SOS Pure. Die ist so geil, ich liebe die. Die muss ich mir unbedingt in groß nachkaufen, wenn ich mal ein paar Masken aufgebraucht habe. Ein Badezusatz, den kleinen habe ich leer gemacht. Den habe ich von der Braut geschenkt bekommen, weil wir waren da beim ersten Treffen. Hat sie uns so kleine Tütchen gemacht mit Proben und da war das dabei und ich habe es aufgebraucht. Ich finde es nicht schlecht, aber ich kann euch gar nicht sagen, woher das kommt. Ich kenne die Marke nämlich nicht, aber ich finde die Verpackung auch irgendwie süß. So viele Sachen, die ich leer gemacht habe in dem Monat, das ist echt ein Wahnsinn. Also, eine Maske habe ich leer gemacht, noch von Corals. Ich fand die aber ehrlich gesagt nicht so gut. Ich fand den Duft auch nicht so gut. Da geht auch die Schrift runter, wenn ihr das genauer sehen könnt. Das fand ich auch ein bisschen komisch, dass da die Schrift sich ein bisschen auflöst, aber mir hat die irgendwie nicht so gefallen. Die war so vom Duft her ein bisschen komisch. Ich kann euch auch gar nicht sagen, wie die genau heißt, weil der Name da wegkratzt ist. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich fand die auch nicht gut, also ich würde die mir nicht nachkaufen. Ich habe die mal irgendwann geschenkt bekommen. Ich glaube, das war zu Weihnachten. Aber ich fand die nicht so gut. Hat mich nicht so umgehauen. Noch ein Badezusatz von Balea. Ich habe zweimal denselben in einem Monat verwendet, ich Schlaumeier. Aber den finde ich extrem geil, weil der hat so kleine Kügelchen und ich finde den genial. Den No Rain No Rainbow habe ich auch von Balea aufgebraucht. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Den, was ich mir nicht nachkaufen würde, wäre das. Der hat so genial gerochen. Das war von Action, habe ich mir den gekauft, den Kneipp-Badezusatz. Das war ja leider der letzte. Orangenblüte und Pomelo. Von Duft her war der mega, aber das Wasser sah aus so wie Pipi. Und das war nicht so mega. Jetzt habe ich mich erschrocken. Das war nicht so mega, aber der Duft war extrem geil. Und der Schaum war ein bisschen zu wenig, deswegen würde ich mit denen jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Was ich mir schon nachkaufen würde von Action, wären diese Disney-Badezusätze. Weil den ich jetzt mal verwendet habe, den Klopfer, den fand ich sehr gut. Das war es auch nicht so wie Pipi ausgeschaut. Also den fand ich extrem gut. Also den würde ich mir nachkaufen. Noch eine Maske, die meine Mama noch hatte. Das war die Effigan Peeling. Wenn ihr euch noch genau erinnern könnt, habe ich die ja extrem gebunkert gehabt. Die habe ich auch nur für Hals und Dekolleté verwendet, weil ich mir nicht sicher war, ob die noch so gut ist. Eine Duftprobe habe ich hier noch, wo aber die Probe rausgeflogen ist, sehe ich gerade, aber egal. Das ist von Yves Saint Laurent, der Mont Paris, der Couture. Ich weiß aber nicht, ob es den noch gibt, ich glaube, den haben es auflassen. Ich finde die Mont Paris nicht schlecht, aber es gibt einen im Pink, den mag ich bis jetzt am liebsten. Das war auch, glaube ich, der, was aus letzter rausgebracht worden ist. Jetzt muss ich kurz mein Handy auf laut ausdrehen. So. Einmal die Cadea Vera Reinigungsbücher in klein habe ich noch leer gemacht. Ja, in klein werde ich die mir natürlich nicht mehr kaufen. Dann habe ich hier noch, da ist die Probe gerade, habe ich gerade gefunden. Noch eine Duftprobe von Missoni. Die Düfte waren mal sehr, sehr teuer und sind aber jetzt also die gab es dann nicht mehr im Sortiment und jetzt gibt es wieder und jetzt gibt es nur in den günstigeren Duftregalen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so extrem begeistert von denen gewesen. Er war okay, aber war jetzt nicht so was ich mir unbedingt wieder nachkaufen würde. Dann habe ich noch eine Tuchmaske leer gemacht von Misha, die Red Ginseng. Die war nicht schlecht. Also ich mag die Misha-Masken sehr gerne. Ich habe immer nur das Problem, dass die Tuchmasken nie ganz auf mein Gesicht passen. Aber sonst fand ich die nicht schlecht. Zwei Ampullen habe ich leer gemacht. Einmal die Glow und einmal die Sofort-Effekt. Ich benutze die ja wirklich, wirklich gerne. Ich habe nur in dem Monat ein bisschen wenig leer gemacht, finde ich. Aber kann ich mich ja noch dran halten. Aber die zwei sind meine Lieblinge. Nur leider beide limitiert. Na Blödsinn. Die Sofort-Effekt ist im Sortiment, aber die Glow ist limitiert. So. Jetzt bin ich wieder so gelb. Wieso? Warum? Na egal. Ich habe zwei Duftproben versucht aufzubrauchen, aber irgendwie kam da nichts mehr raus. Das ist einmal von Betty Barclay, der Pretty Butterfly. Und einmal von S. Oliver, der Vorhör. Und den mag ich sehr gern, aber ich würde mir die Düfte nicht so unbedingt kaufen. Also ich habe den schon mal verschenkt, auch weiß ich. Ich glaube an meine Schwester. Ich finde auch die Flasche so schön. Und ich zeige auch den so gern her, wenn mich jemand fragt von den günstigeren Düften. Den finde ich ein bisschen zu blumig, den habe ich aber damals auch meiner Cousine geschenkt. Also verschenken würde ich die schon. Da hätte ich gegen nichts. Und das ist das erste Mal, dass ich Oliver sage, ohne dass ich im Strahl speibe. Es bessert sich. Yay!
Dann habe ich noch zwei Proben leer. Einmal eine Klinik, die kennt sie ja eh auswendig. Das ist jetzt die 72-Stunden-Variante. Jetzt gibt es eine 100-Stunden-Variante. Die gibt es nämlich nicht mehr, sie haben sie nur verbessert. Ja, ich bin trotzdem nicht so der Oberfan davon. Ich meine, die Proben habe ich geschenkt gekriegt, wie ich den Kalender damals gekauft habe, aber unbedingt kaufen würde ich mir die nicht. Da mag ich die Everplum von Biotherm besser, lieber als Feuchtigkeitspflege. Oder generell die Aquasource-Reihe von Biotherm. Dann habe ich noch eine Anti-Age-Cream aufgebraucht. Die fand ich nicht gut. Die habe ich auch von der Vivi, glaube ich, damals bekommen. Die fand ich überhaupt nicht gut. Mir hat der Duft überhaupt nicht gefallen. Bäh. Augenpads habe ich nochmal aufgebraucht. Das sind die, die was ihr kennt, die was ich ja extrem, extrem liebe. Ich mit meinen Extrem. Da habe ich ganz, ganz viele noch im Backup. Dann habe ich hier noch ein Serum leer gemacht von Cardea Vera. Das habt ihr im Sammlungsvideo gesehen, weil das wollte ich unbedingt leer machen, weil da nicht so viel drin war. Und dreimal dürft ihr raten, es hat nicht lang gehalten. Ich glaube 2-3 Wochen. Und dann war das Ding leider leer. Finde ich nicht so genial, weil ja 15 Milliliter drinnen ist und es kostet ja doch 5 Euro. Und wenn man da nur 2-3 Wochen rauskommt, finde ich das ein bisschen wenig. Also ich würde es mir nicht nachkaufen. Zwei Make-up-Produkte habe ich leer gemacht. Einmal meine Make-up Factory Calligraphic Eyeliner, den liebe ich ja. Ich habe ihn mir auch nachgekauft. Der sieht so aus. Nur benutze ich hin und wieder jetzt andere Sachen. Da werde ich aber demnächst ein Video machen drüber. Aber den fand ich echt gut, habe ich mir auch nachgekauft. Muss mir wieder meine Wimper schenken, nix in Problema. So. Dann habe ich einen Puder leer gemacht von MAC. Und ich mochte das so, so gerne, nur leider, glaube ich, gibt es das nicht mehr. Das war das Truth and Light von MAC. Mein absolutes Lieblingspuder. Ich habe mir das nämlich immer nachgekauft und habe dann den Deckel nur austauscht, weil das war einer von der Limited Edition von MAC, von der Disney-Eli. Deswegen, den traue ich sehr hinterher, muss ich schon sagen. Aber ich werde jetzt meine Back-to-MAC-Kiste dabei packen und mal gucken, wann man mal wieder Back-to-MAC machen kann. Drei Gesichtswasser habe ich leer gemacht. Ich habe zweimal eine kleine Größe leer gemacht und einmal das große, Gott sei Dank. Ja, das Problem ist, die zwei gibt es nicht mehr. Zumindest beim DM, glaube ich, gibt es die noch. Wenn ich mich nicht irre, das ist von Alcina, der Skin Manager. Den fand ich so, so gut. Der hat so genial gerochen. Aber ich glaube, die gibt es nur noch beim DM. Deswegen würde ich mir den exakt nicht nachkaufen. Weil ich komme nicht so oft zum DM, das ist nämlich das Problem. Den habe ich mir damals reduziert gekauft und ich bin so lange mit dem ausgekommen. Ich habe den so lange in Verwendung gehabt, den Toner. Es war echt krass, da waren 400 Milliliter drin, das war eine dickere Flüssigkeit. Ich glaube, das kann man hier ein bisschen erkennen. Fand ich nicht schlecht, aber gibt es leider nicht mehr. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem erfahren, dass sie doch mein Skin Oxygen Gesichtswasser bei Biotherm aus dem Sortiment nehmen. Da bin ich mega angepisst drüber. Deswegen habe ich nochmal das hier probiert. Ist aber auch jetzt nicht unbedingt mein Fall. Ich mag ihn. Mir fehlt da irgendwie was. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir fehlt da was. Es ist okay, aber es haut mich jetzt nicht um, das von Biotherm. Das fand ich schon gut, aber das kann ich mir leider nicht nachkaufen, weil das wäre ein Nachfolger gewesen. Aber gibt es leider nicht mehr. Das war von Lancaster das Comfort Perfection Toner, falls ich es noch nicht gesagt habe. Zweimal ein Augen-Make-up-Entferner habe ich aufgebraucht und ihr kennt ja die Story. Zweimal finde ich sowieso heftig. Ich habe gar nicht gerechnet, dass der so schnell noch leer geht. Das ist ja der vom Hofer. Ich liebe den schon noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir den nicht... Ich habe jetzt noch ein paar Backups logischerweise, deswegen brauche ich die auch noch natürlich auf. Aber ich würde eher mir den kaufen. Da sind 250 Milliliter drin, da 200. Ich komme mit dem kürzer raus als mit dem. Also... Er ist zwar ein bisschen teurer, aber wenn ich da ein bisschen mehr zahle und ich komme ein paar Monate mehr aus, ihr habt es ja gesehen, ich habe lang keinen Augen-Make-up-Entferner mehr gezeigt in den Videos, deswegen würde ich mir eher den nachkaufen als den. Obwohl ich den trotzdem noch mag. Also für Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, die sich halt nicht so oft schminken wie ich, weil ich brauche das ja täglich, würde ich eher den empfehlen, die was halt nicht so viel Geld ausgeben wollen. Aber so im Großen und Ganzen würde ich persönlich mir nur noch den von Clarins nachkaufen, weil ich den echt gut finde. Letztes Produkt ist ein Duft von Lancôme und ich muss sagen, ich mag den sehr, sehr gern. Nur würde ich mir den ehrlich gesagt nicht nachkaufen, weil er mir, ich weiß nicht, er haut mich jetzt halt nicht um. Ich finde ihn gut, das ist von Lancôme, der La Nuit Tresor Nude, aber da hat ein bisschen trotzdem was gefehlt, muss ich sagen. Eww, da krümelt das runter. Ey, kriegen dick. Krass, da war nämlich die Sicherung drauf und das krümelt so ein bisschen runter. Ja.
Ich finde ihn gut, aber der ganz erste, der rauskommen ist, den finde ich besser. Und der rote, den mag ich auch am liebsten, aber den Nude finde ich auch okay. Es ist auch, glaube ich, ein Eau de Toilette, hat aber sehr lange gehalten auf meiner Haut. Also war wirklich, wirklich, wirklich nicht schlecht. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, es war nicht so viel und es hat auch nicht so extrem lang gedauert, aber ich bin trotzdem froh, dass ich ein bisschen was leer gemacht habe. Ich habe irgendwie Anfang März das Gefühl gehabt, dass ich gar nichts leer kriege, aber ich habe auch ein bisschen mehr gesammelt, muss ich zugeben. Ich habe noch ein paar Sachen dazu geschmissen, obwohl schon April war. Scheiß drauf, ich mir gedacht, haben wir es einfach dazu. Aber ja, ich habe mir gedacht, jetzt wird es Zeit, dass ich das Video abdrehe, damit ich für April sammeln kann. Drei Sachen habe ich nämlich schon für April, deswegen, ja. Weil alles kann ich dann auch nicht bei dem März-Video reinschmeißen, obwohl es ja dann schon April ist. Das wäre ja nicht so nice, ne? Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe nur Müll gelabert. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!